Ach ja, wenn ich diese wunderschöne, idyllische Stadt da in der Ferne so sehe, da bekomme ich doch direkt Lust, Atomraketen zu bauen. Hallo und herzlich willkommen. Yay! Zu Projekt AEE! Ich habe was gefunden, einen kuriosen Hive. Curious Hive. Der ist so kurios wie du. Mystical Princess und Mystical Drone. Und ein Imp auf einem Schwein? Okay, das wird Stirb. jetzt langsam. Oh. Ach, das war das ein Hu es war ein Hut. Blame the Community? Was? Ist ja nice. Okay, ich habe einen neuen Hut. Das habe ich letzte Folge ja eh nicht geschafft. Ich habe mein Ziel nicht erreicht. Eigentlich müsste ich mich jetzt sofort selbst löschen, denn ich habe keinen neuen Hut letzte Folge bekommen. Lösche dich jetzt sofort. Okay. Lösch. Ah, funktioniert nicht. Ja, es ist mir zu kompliziert. Ich weiß, was du da tippst. Lass es. Verdammt. Sieht unser Haus So. eigentlich hier aus? Okay, das Schwarze da unten ist irgendwie nice. Gell? Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, wir wollten jetzt Kristalle wachsen lassen. Richtig, ich schwimme mal zu dir. Ich brauche ein Boot. So, ich bräuchte etwas Eisilen. Da fällt mir, ich hab gar noch nie selber Kristalle gezüchtet, fällt mir gerade ein. Oder habe ich das? Wir brauchen für das Deploy die Energy Sticks, nämlich Nein. das sind Pure Quartz. Wir brauchen Flux Dust Sand. Und im Hintergrund wird urheberrechtlich Flux geschützte Musik abgespielt aus irgendeinem Klingelton. Yeah. Gott sei Dank hört man das hier nicht. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Okay, wie braucht man das nochmal? Fuck. Mist, Was? Wie macht man das Ding jetzt nochmal? Gut, Bist dass du du selber genau? nicht mehr auswendig weißt. Also, charged. Ach, wir haben ja Wasser da, gut. Hähnchen. Ein Mundane-Kump. So, was war denn jetzt? Ach ja, Wo wir ist denn brauchen Essen? Charged Certus Kristall. Und zwar Kristall und nicht Kristall, weil das wäre total. Ne? Uncool. Genau. Und dafür haben wir nämlich einen Netherquarz gesammelt. Richtig. Und wenn ich das jetzt hier alles ins Wasserloch werfe, 1, 2 und 3. Ups. Idiot. Es glitzert schon so schön. Unnatural. Hast du den Rest Oh, eingesammelt? sorry. He trolls me, look at him. Oh, geil. Aha. Jetzt haben wir Fluxkristalle. Geil. Und jetzt brauchen wir aber. Ich zeige euch das einfach mal so nebenbei, denn ich. Wo war das Wir brauchen jetzt nochmal? nämlich Fluxdust und Sand. Flachs. Wie sieht denn Machen wir ein bisschen Flachs hier aus? mehr. Das ist alles was anderes. Fluxdust. Flachsgas. Ah, mit dieser beruhigenden Musik. Ah. Wir haben hier Sand. Fluix, nicht Flux. Deswegen. Fluix, habe ich doch gesagt. Glaubst du, ich höre dir Ah. zu? Nee, das ist das Problem. Läuft eigentlich der Generator noch? Ja. Oh, So. der Energy Buff ist voll. Und jetzt da müssen wir hier und dann kriegen wir Flachsitz. Und diese Dinger werden jetzt eine sehr, sehr lange Zeit im Wasser verbringen. Also die können nicht despawnen. Erst wenn sie ausgewachsen sind, dann können sie despawnen. Aber man sieht da schon da ein bisschen. Es wackelt ein bisschen lustig. Oh, Genau. und das kann man die wieder aufsammeln aus Versehen? Ja, sicher. Oh. Deshalb. Ah. Last Color Schutz wurde aktiviert. Nein!
schön. Also gut, ich habe jetzt oben, ihr seht, der oberste Raum ist fast fertig. Bis auf die unnötige Kleinigkeit eines Bodens. Ja, der kommt jetzt, oder beziehungsweise werde ich dann aufscreen bauen, weil ich mir da ein bisschen was überlegen möchte. Und keine Sorge, das bleibt kein so Klotz, da kommen auch noch kleine Verzierungen ran. Es wird nicht so klotzig sein. Jetzt, wo wir das gemacht haben, wir könnten eigentlich... Ja. Nee, lassen wir das. Das machen wir dann nächste Folge erst. Farmtour! So, während die Pflanzen wachsen, werde ich dann im Außenbereich jetzt langsam mal die Fenster einzeichnen. Ich glaube, ich werde dann mal die Zäune erstellen für die Farm. Ich bin noch nicht da, bin nur am Überlegen, was am besten passt. Ich würde gerne einen Eisenzaun irgendwie nehmen dafür, aber ich glaube, Stein passt besser zu unserem. Probier mal Stein. Die Carpenters-Blöcke aus, also die paar Carpenters-Fenches. Stimmt eigentlich. Das war der hier. Nein, das ist eine Barrier. Ladder, wo ist das? Da, Carpenter's Gate. Carpenter Block und Sticks. Also Stick und Plank. Wo ist denn Holz? Gib mir Holz. Ich brauche Holz vor der Hütte. Was? Ich hab mich gerade gewundert. Okay. So, wieder, dann einfach die ganzen Reste durchschmelzen. So, jetzt hätte ich mir merken müssen, wie das genau ging. Ah, okay, so. So, gut, dann was macht man jetzt? Es ist immer so blöd, jetzt hat man so viele Dinge, was man machen könnte, da weiß man nicht, wo man anfangen soll. Ja, ist es nicht immer so, okay, das passt hier irgendwie nicht ganz. Doch, machen wir das so. Hier, will ich das hier so haben? Nein, das will ich eigentlich nicht. Haben. Das machen wir anders. Hier muss. So, ich teste das Ding hier mal. Ach ja, wir müssten. Ach, das war nur das Gate. Das können wir jetzt machen. Wir müssen jetzt sowieso Meteoriten sammeln. Für das Ach so. System. Müssten wir? Ja, sicher. Wir brauchen ja die Druckpressen. Ich sage ja, ich bin so raus aus dem Spiel, ich kenne nur die alten ME-Systeme. Dann werde ich jetzt mal kurz festlegen, ich werde offscreen das Haus, also zumindest Boden einsetzen und Fenstern oben, das werde ich offscreen dann machen, weil das ist langweilig, das nur keiner sehen. Dann gehen wir jetzt da. So, also der obere, gut. Dann werden wir jetzt einfach mal Meteoriten sammeln gehen. Okay, was sehen. Brauchten wir dafür für eine Pickaxe? Oder braucht ihr das? Diamant reicht. Okay, wir haben keine Adamant. Okay, wir haben Sapphire. Oh, tut Sapphire auch? Ich glaube nicht, oder? Doch, nochmal schon. Dann nehme ich einfach. Nee, Saphir nicht. Also, die Alumite müsste passen. Mining Level Cobalt. Okay, ja, Cobalt ist definitiv über den Diamant, anderen. Ja. Bin mir immer ein bisschen unsicher. Wir haben noch nichts, die Meteoriten-ähnliches gefunden, glaube ich. Nee, leider nicht. Deswegen müssen wir suchen können. Das macht Sinn. Ach, warte nee. Mal. Ich, genau hier. Home. Entschuldigung. Enabled on. Ich hätte hier nur gerne einen Waypoint. Hast du genügend Essen eingesteckt? Ja, das ist die Frage. Ich habe 5 Brötchen, das ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Ich nehme mal so 10 mit. 10 Brot sollte reichen. Na gut. Dann nehmen wir die Kartoffelchen noch. Und dann hätte ich gesagt, wir gehen einfach mal in die Richtung da. Oh, die Waypoints sind doch beibehalten worden. Ich dachte, die hätten sich gelöscht. Ich meine ja, komisch. Na egal. Na ja. Auf geht's! Woo. Und damit wir schnell zurückkommen, habe ich die Portal Gun eingesteckt. Meine Portal Gun. Nein, deine Bacon Gun. Genau. Hier, nimm mal den Schinken ins Gesicht. Gibt's eine Kotzanimation bei Minecraft? Nein, leider nicht. Auf geht's. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich zu übergeben.
Sollen wir unser Haus wirklich ungeschützt hier lassen? Was hast du gerade sie? Was denn? Mein lieber Freund und Kamerad. Ich nehme gerade in 60 FPF auf und meine CPU sagt mir, sie ist einmal nicht ausgelastet. Und ich spiele Minecraft. Die Vorteile einer neuen CPU. Ja, ist ja i7, die müsste das eigentlich stemmen. Aber eigentlich genial, oder? Ich meine, ich spüre, dass mein Rechner langsam warm wird. Bläst er dir an die Beine, oder was? Ja, ich habe ja, ich muss ja sagen, ich habe es ja schon... ich habe mein Zimmer neu eingerichtet, ne? Ah. Sprich, also, sauber gemacht. Das auch, ja. Aber es war so, dass ich einfach gleich mal neue Farbe an die Wand geklatscht habe. Ah, okay. Jetzt habe ich ein Centaro-Grün. Ein Centaro-Grün? Genau, das ist jetzt eine eigene Farbe. Das ist eine Mischung zwischen Weiß und Grün. Hast du ja schon Trademark angemeldet, oder? Natürlich, natürlich. Sehr gut. Nee, Spaß. In Zeiten wie diesen? Naja, ich meine, würde man sich denken, man würde sich, glaube ich, ziemlich viel Geld damit verdienen. Oh ja, zu viel, meiner Meinung nach. Ich mag ja, also Leute, die mich nicht kennen, werden jetzt wissen, dass ich Farbe Grün mag. Die Leute, die dich nicht kennen, werden es wissen, okay. Werden es nicht wissen, wollte ich sagen. Ah. Oh, da hinten ist das Pilzbiom. Hallo. Ich liebe die Farbe Grün und da ist ein Magic Wood. It's a kind of magic. Oh, da ist Grout. Nicht Grout, Gourd. Gourd. Wie sieht so ein Meteorit eigentlich aus? Das war jetzt so ein riesiger Brocken, oder? Auf der Karte siehst du ihn sofort. Meistens. Das ist ein riesiger Brocken, der vom Himmel gefallen sein möchte, tut und tut. Ich meine, heute geben wir wieder die besten Bemerkungen von mir, ich muss schon sagen. Ich bin auch ganz begeistert. Oh, ein Wishroom. Ups. Ich hätte gerne einen Wishroom. Oh, der leuchtet. Ich glaube... Oh. Ah, mega lag gerade. Oh it's Gott. It's a kind of lag. Da ist Gold. Ah. Bams Gold. Ich brauche die Gold. Oh, da ist ein Pfeil im Bogen. Im Boden. Boden, Bogen. Behindert. Boden. Ah, apropos behindert, hallo. Hallo. Was? Ja. Oh. Oh, nein. Oh Gott, mir okay. Ist so schlecht. Also keinen Wishroom ins Inventar packen. Obwohl, warum eigentlich nicht? Nochmal. So. Ich brauche das. So. Herr Kaller? Ja? Bitte beachten Sie meinen Kopf. Einen Moment, ich bin gerade beschäftigt. Ich habe gerade das ultimative Item aufgesammelt. Und das werde ich jetzt... wo ist es denn? Wo ist er denn? Der läuft da schon wieder voraus. Das ist ja... Dieser Mensch! Ja, beeilen Sie sich, beeilen Sie sich! Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, mein Freund. Du bist jünger als ich, du hast also überhaupt kein Recht, dich zu beklagen. Als ob du so viel älter wärst. Ich meine, ja, du siehst so viel älter aus, aber das ist was anderes. Ich hab Bartwuchs. Ich auch, aber nicht im Gesicht. was? Bart ist Bart, oder? Ja, wenn man ein Strähnchen... Nee, egal, lassen wir das. Lassen wir das. Hui. Ach Gott. Ich bin mal wieder gefangen auf einem Berg. Nein, bin ich nicht. Hui. Au. Nein, du bist ja so gern Eremit, ne? Ja. Ehre ist mit mir. Der Eremit. Verdammt, ich wollte jetzt einen witzigen Wortwitz machen, aber irgendwie fällt mir nichts mehr ein. Einen witzigen Wortwitz. Ich mag unwitzige Wortwitze lieber. Ja, so wie die lange Gasse, ne? Wie viele Hüte gibt es hier eigentlich? Einen Moment. Hey, hey. Ja. Zur langen Gasse muss man dazu sagen. 20 Zentimeter. Was?
Sie ist gar nicht lang. Stimmt, die ist echt kurz. Was nicht sogar ja. Eine Sackgasse? Oh, jetzt trümpft er wieder auf, der Großmeister, ne? Ach ja. Was suchen wir hier eigentlich nochmal? Meteoriten, wo bist du eigentlich? Ich habe dich schon aus den Augen verloren, aber vielleicht ist das Aufteilen eh nicht so schlecht. Und eigentlich ist es ziemlich scheiße, weil du die Portal Gun hast, aber egal. Wir haben die Macht des OPs-Tum. Verstehst du? Ja. Das bedeutet, wir können einander immer finden. Und egal, wo wir sind. Und da oben ist eine Schleiminsel. Außerdem könntest du dich mit den Waypoints wegteleportieren. Ja, stimmt. Das geht ja auch noch. Warum kann ich eigentlich nicht laufen? Meine Beine sind eingeschlafen. Hallo, Imp. Ah! Dammit. Oh, die will ich haben. Scheiß Kuh, stirb. Ey, du blöde Kuh. Ey, du blöde Kuh. Verzeihung. Da kam kurz die Frau in ihm durch. Hallo, mein Name ist Zentaria. Hallo, was? Warum erinnert mich das gerade so sehr an Lotti? An Lotti? Wie hieß sie noch? Lotti von Deponia? Keine Ahnung. Deponia ist das Spiel gewesen. Es ist Schande auf mein Haupt, aber ich habe es nicht gespürt. OMG, da hast du was verpasst. Ich weiß. Oh, ein Hive. Ich brauche den Hive-Mind. Er hat schon wieder ein Hive. Hyper. Das Problem ist, die machen so schön hell. Ja, vor allem weil es jetzt Nacht wird. Ich bin ausgerutscht. Hi. Wo kommt denn der jetzt her? Ich finde die ganze Zeit Schleiminseln, aber Mr. Robert 6. Warum habe ich nur das Gefühl, dass sich die Mod-Ersteller verewigt haben? Und zeitmäßig. Oh, sieh mal auf die Uhr. Zeitmäßig wird es auch schon gerade knapp, wollte ich gerade sagen. Wer hat denn schon wieder an der Uhr gedreht? Ich glaube, das war der rosa-rote Panther. So. Du bist dran. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, arrivederci und fickt euch ins Knie. Tschüss.